Grüß dich, ich spiele die Tagesherausforderung vom 12.05.2023 auf der Karte Schlittschuhe und das Affenwissen habe ich bei mir deaktiviert. Okay, los geht's! All die verfügbaren Affen können wir maximal auf Stufe 1 verbessern, bis auf das Affendorf. Das ist eine kleine Ausnahme, da geht's bis zur Stufe 2 auf der mittleren Reihe. Okay, wir beginnen hier mit einem Bumerang-Affen und der kommt in etwa hier an diese Stelle. So in etwa hin. Achte auf meinen Einsatzradius, ich komme gerade mal so an diesen Weg. Ja, und dann platzierst du hier noch einen Reißnagelwerfer, der kommt in etwa so an diese Stelle. Der muss auch ziemlich nah an den Weg platziert werden. Hier kommt nämlich später noch ein zweiter hin. So, wenn du das getan hast, kannst du dein Spiel schnell laufen lassen. Wir machen hier gleich die Stufe 1 Verbesserung beim Bumerang-Affen auf der letzten Reihe. So, Stufe 1 ist da. Und dann gleich hinterher noch die Stufe 1 auf der ersten Reihe. Dadurch kann er mehr Bloons platzen lassen. So. Oder, ja doch, ich mache die Stufe 1 auf der ersten Reihe beim Bumerang-Affen und jetzt spare ich mir das Geld für einen zweiten Reißnagelwerfer zusammen. Wie gesagt, der kommt hier an diese Stelle hin. Hier muss auch später noch ein Affendorf hin platziert werden und hinter das Affendorf kommt noch ein Superaffe hin. Also, du musst deswegen diese Affen hier wirklich ziemlich genau so hin platzieren, wie ich es tue. Okay, nimm einen zweiten Reißnagelwerfer und platziere ihn etwa so hinter den ersten. Und dann gehst du zum ersten, machst die Stufe 1 Verbesserung auf der ersten Reihe und die Stufe 1 auf der mittleren Reihe. Und das gleiche machen wir bei dem zweiten Reißnagelwerfer. So, Stufe 1 auf der ersten und auf der mittleren Reihe ist da in Runde 10. Okay. Wir benötigen jetzt erstmal auch einen Bombenwerferturm. Wir haben hier nämlich keinen Affen, der Bleibloons platzen lassen kann. Ja, das ist schon so eine kleine Schwierigkeit. Das kann nicht einmal hier diese Nagelfabrik oder der Superaffe. Die können wirklich keine Bleibloons platzen lassen. Und das Ganze müssen wir mit diesem Bombenwerferturm lösen. Der kann nämlich von Grund auf Bleibloons platzen lassen. Also nimm einen Bombenwerferturm und platziere den in etwa hierhin an diese Stelle. Wirklich so nah wie möglich an den Weg heran. Also so. Und dann sagst du hier bei Zielvergabe stärkster Gegner. Und der bekommt gleich mal die größeren Bomben. So, da kann er mehr Bloons platzen lassen. Und dann machen wir bei ihm auch noch die extra Reichweite auf der letzten Reihe. So, Stufe 1 ist da. Okay, das passt erstmal soweit. Und dann machen, wir platzieren erstmal noch einen Wurfballaffen hier an dieser Stelle. So nah wie möglich an den Weg und an den Bumerang-Affen heran. Also so in etwa. Und er bekommt hier die Stufe 1 und auf der ersten Reihe und die Stufe 1 auf der letzten Reihe. Wunderbar. Und ich glaube, wir sollten jetzt mal Geld für eine Nagelfabrik zusammensparen, denn in Runde 24 kommen ja getarnte Bloons, beziehungsweise ein getarnter Bloon und keiner von denen kann momentan getarnte Bloons sehen. Deswegen muss eine Nagelfabrik hier an das Ende von diesem Weg platziert werden. So, Nagelfabrik ist da in Runde 21 sind wir jetzt, jawohl. Und jetzt kann diese Nagelfabrik hier den Bleibloon, der gleich, getarnten Bloon meine ich, der gleich kommt, platzen lassen. Okay, was tun wir als nächstes? Ich glaube, wir platzieren hier noch einen weiteren Bombenwerferturm hin, also so in etwa an diese Stelle, ziemlich nah an den Bumerang-Affen heran, so. Und der bekommt hier auch die Stufe 1 Verbesserung auf der ersten Reihe und die Stufe 1 auf der letzten Reihe. Und dann sagst du hier bei Zielvorgabe wieder stärkster Gegner. Okay. Das passt auch erstmal soweit. Wir könnten hier noch einen weiteren Bumerang-Affen hinplatzieren. Ja doch, das mache ich auch, weil hier jetzt ziemlich viele Bloons unterwegs sind. So, Bumerang-Affe ist da und zwar die Nummer 2 hinter dem Wurfballaffen. So, der bekommt hier auch die Stufe 1 auf der ersten und Stufe 1 auf der letzten Reihe. Gut, wir müssen uns so langsam Gedanken über den Moab machen, der in Runde 40 kommt. Wir müssen auf jeden Fall bis dahin einen Superaffen auf dem Feld stehen haben, aber erst einmal platzieren wir hier das Affendorf in etwa hier an diese Stelle. Das ist erstmal, wir benötigen das erstmal noch nicht, weil wir ja für die getarnten Bloons eine Nagelfabrik haben, aber als Platzhalter wird die da jetzt hin platziert. So, achte darauf, dass du hier genug Platz lässt. Hier muss nämlich, wie gesagt, ein Superaffe hin platziert werden. So, Affendorf steht in Runde 32 und gleich hinterher platziere ich hier einen Superaffen hin. Der bekommt dann auch die Stufe 1 auf der mittleren Reihe, aber ich muss erstmal hier ein bisschen Kohle zusammensparen. So, hier kommen jetzt ziemlich viele getarnte Bloons, aber mach dir keine Sorgen. Unsere Nagelfabrik kann hier genug Nägel produzieren, um all diese getarnten Bloons
zum Platzen zu bringen. So schnell ist sie auch ohne irgendeine Verbesserung. Okay, 1000 Affendollar fehlen uns noch für den Superaffen, aber wir haben ja noch ein paar Runden Zeit, um hier Geld zu sparen und den Superaffen hier aufs Feld zu bringen. So, in der nächsten Runde solltest du eigentlich genug Geld zusammen haben, jawohl. Und der Superaffe kommt, wie gesagt, hier direkt unter den Bombenwerferturm hin, so in etwa. Und so nah wie möglich an das Affendorf heran. Und jetzt machst du hier die Stufe 1 Verbesserung auf der mittleren Reihe. So, hier kommen noch ein paar getarnte Bloons. Aber auch die sollte unsere Nagelfabrik hier platt bekommen. So, getarnten Bloons sind weg. Okay, wir machen jetzt beim Affendorf die Stufe 1 auf der mittleren Reihe. Und gleich hinterher die Stufe 2. Damit jetzt alle Affen hier getarnte Bloons bekämpfen können. Da kommen jetzt nämlich immer mehr. Und unsere Nagelfabrik wird hier so langsam jetzt ins Schwitzen kommen. Bei dieser, bei diesen Massen von getarnten Bloons. Okay, Stufe 2 ist da beim Affendorf. Und jetzt können alle Affen hier getarnte Bloons bekämpfen. Und wir machen, lass mich kurz überlegen, sollten wir uns das Geld für einen weiteren Superaffen zusammensparen? Oder hier die Stufe 1 erstmal verbessern. Ja, ich glaube, ich mache hier die Stufe 1 bei diesem Superaffen. Dadurch wird er dann halt deutlich stärker. So, Stufe 1 ist da in Runde 40. Hier kommt auch schon der Moab und die bringen den zum Platzen. Jawohl, da kommen nicht sehr viel Bloons durch. Und jetzt sparen wir uns das Geld für einen weiteren Superaffen zusammen und den platziere ich, glaube ich, hier an diese Stelle hin. Ja, doch. Macht Sinn, aber halt so, dass seine Reichweite vom Affendorf ist. Ah, geh mal zum Affendorf und mach hier die Stufe 1 Verbesserung. So, dann hat dieses Dorf eine größere Reichweite. Okay. Nimm einen zweiten Superaffen und platzieren jetzt in etwa hier an diese Stelle hin. Ja, so nah wie möglich an den Weg und an den ersten Superaffen heran. Und er bekommt jetzt auch erstmal die größere Reichweite. Und bei dem sparen wir uns auch für den sparen wir uns auch das Geld zusammen, und zwar für die Stufe 1 Verbesserung. Ja, 2700 kostet sie immer noch, ganz schön viel Geld, aber das bekommen wir relativ schnell zusammen. Das Problem an dieser Stufe 1 Verbesserung ist nämlich, dass sie keine violetten Bloons platzen lassen können. Das kann nur der Superaffe ohne die Stufe 1 Verbesserung oder eben all diese anderen Affen. Okay, hier kommen jetzt deutlich mehr Bleibloons und wir stellen deswegen einen dritten Bombenwerferturm auf, und zwar hier an diese Stelle, aber so, dass er noch in der Reichweite vom Affendorf ist. Und dieser Bombenwerferturm bekommt auch die Stufe 1 auf der ersten und der letzten Reihe, und dann sagst du hier bei Zielvorgabe wieder stärkster Gegner. So, platziere einen dritten Superaffen hier. Nee, lass mich kurz überlegen. Platziere ihn am besten hier hin, so an diese Stelle, und der bekommt aber nur die Stufe 1 Verbesserung auf der mittleren Reihe, sonst nichts, damit er halt die ganzen violetten Bloons hier platzen lassen kann. Und wir platzieren hier einen weiteren hin. Am besten hier an diese Stelle, denke ich mal. Ja doch. Also Superaffe Nummer 4 steht hier in etwa in Runde 49 so. Und dann machen wir hier wieder die Stufe 1 Verbesserung auf der ersten Reihe und auf der letzten Reihe. In Runde 50 kommen ja auch zwei Moabs, aber macht dir keine Sorgen. Die können sie locker lässig platzen lassen. Wir könnten jetzt hier zur Sicherheit einfach mal eine zweite Nagelfabrik hinstellen, falls es doch mal ein paar Bloons durchschaffen sollten, dass sie dann von unserer Nagelfabrik hier erledigt werden. Okay. Wir können hier jetzt einen weiteren Superaffen hin platzieren. Entweder hierhin oder bei mir passt er noch dahin. Und zwar ist er sogar noch in der Reichweite vom Affendorf. Also hier kommt jetzt, das ist jetzt Nummer 5, genau, 5. Superaffe kommt dahin und der bekommt hier die Stufe 1 auf der mittleren Reihe und gleich hinterher noch die Stufe 1 auf der letzten Reihe. So, Stufe 1 ist da auf der ersten Reihe in Runde 54. Okay, wir könnten jetzt hier sogar noch ein Affendorf hin platzieren und dann auch noch zwei Superaffen hier links und rechts hinstellen. Das ist auch machbar. Ja doch, ich glaube, das mache ich auch. Also hier kommt jetzt noch ein Affendorf hin. Wobei, ich muss hier nicht einmal ein Affendorf hin platzieren. Ich kann den Superaffen auch so hin platzieren, genau. Ich platziere jetzt einen Superaffen hier an diese Stelle hin. Und der bekommt die Stufe 1 auf der mittleren und Stufe 1 auf der ersten Reihe. Und hier kann ich auch noch zur Sicherheit einen zweiten Affen hin platzieren. Wobei die Bloons hier jetzt nicht einmal an diesen Superaffen vorbeikommen. Ist also nicht wirklich notwendig. Mache ich aber trotzdem, falls mal einer hier durchkommen sollte. So, Superaffe Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 steht bei mir hier an dieser Stelle.
in Runde 59. So, jetzt kommt auch der BFB, aber ich glaube nicht, dass das der BFB wirklich weit schaffen wird. Die werden denn hier wahrscheinlich an Ort und Stelle auseinandernehmen. So, die Superaffen feuern, zack, der platzt auf und alles, was hinterherkommt, wird von dem Rest platt gemacht. Okay, so, das ist der Sieg. Ich bekomme hier 105 Affendollar und ein Affenflieger-Ass mit 1-0-0. Okay, das war's. Danke fürs Zuschauen. Ciao, Ende und aus. Thank you.